Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung sind nach wie vor große Themen und Probleme in unserer Gesellschaft. Um diese Dinge besser erkennen und bewältigen zu können, läuft an den Rottenburger Schulen zurzeit das Schulprojekt gegen Rassismus. Eine Unterrichtsstunde der etwas anderen Art erlebte die Klasse 9b des Rottenburger Paul-Klee-Gymnasiums am Dienstag. Denn sie hat beim Schulprojekt gegen Rassismus mitgemacht. Das Projekt wurde vom Rottenburger Integrationsbeirat ins Leben gerufen. Wir haben gemeinsam mit der Arbeit eine Arbeitsgruppe gegründet. Das sind mit Gemeinderatsmitgliedern, die Landeszentrale für politische Bildung, sowie auch Lehrkräfte von den weiterführenden Schulen und Schulleiter. Auch der Jugendgemeinderat hat sich mitgewirkt. Das war eine Arbeitsgruppe von ca. 20 Personen. Auch die Polizei, die örtliche Polizei hat da teilgenommen. Am Paul-Klee-Gymnasium waren gleich zwei Jugendreferenten aus der Gegend zu Gast, um sich den Fragen der Schüler zu stellen. Zum einen Michael Stoll vom Rottenburger Dekanat des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend und Andreas Kroll vom Evangelischen Jugendwerk Rottenburg e.V. Nachdem die anfängliche Schüchternheit abgefallen war, ging es dann noch mit den Fragen los. Diese reichten von einfachen Dingen wie: Ist es Rassismus, anhand des Namens auf die Herkunft einer Person zu schließen? Bis hin zu komplexeren Themen wie: Nimmt Rassismus in Deutschland eher zu oder eher ab? Während die Experten auf die erste Frage klar mit Ja antworteten, sei es bei anderen Fragen gar nicht so einfach gewesen, eine eindeutige Antwort zu geben. Manche Themen müsse auch jeder für sich selbst beantworten. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen rübergebracht, dass es dann natürlich auch an Ihnen liegt, eine Antwort auf Ihre Frage selber zu suchen. Wir können ja nur eine Idee davon mitteilen, die wir haben, und eine Erfahrung, die wir mit dem Thema gemacht haben. Und was haben die Schüler aus der Fragerunde mitgenommen? Also ich fand es schon sehr krass, dass Rassismus schon so lange besteht und auch immer noch, also dass man da immer noch keine wirkliche Lösung gefunden hat und dass man auch nie wirklich eine Lösung dafür finden wird, also dass das immer ein Problem sein wird. Doch nicht nur die Schüler haben einiges gelernt, auch die Referenten lobten das Konzept. Ich finde das Format wichtig und gut, weil das ist dann nochmal ein Aspekt, dass die Schülerinnen und Schüler selber dann sich Gedanken zu machen und eigene Fragen formulieren und in die Diskussion. Das war jetzt nicht so eine Diskussion, mehr Frage-Antwort, aber sich darüber Gedanken machen, das ist, finde ich, sehr gut und wichtig. Und während die Schüler viele neue Einblicke mit nach Hause nehmen konnten, gab es für die beiden Gäste zum Abschluss sogar noch ein kleines Geschenk.